Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, hier auf Julex. Und im heutigen Video möchte ich mit euch mal über die neue Eventwoche in GTA Online sprechen. Denn heute startet eine ganz besondere Woche, welche ihr auf keinen Fall verpassen dürft. Es gibt ein neues Fahrzeug, ein neues Geschenk und heftige Doppelgeld- und Doppel-RP-Missionen. Also Leute, bleibt am besten direkt ganz bis zum Ende am Start. Bevor es nun aber wirklich losgeht, möchte ich mich nochmal bei euch entschuldigen, dass in den letzten Wochen so wenige Videos und Streams kamen. Der Grund ist dafür, dass ich im Moment sehr viel für die Schule machen muss. Ich schreibe in circa 2 oder 3 Wochen oder so Abi und dafür muss man eben sehr viel lernen und das Abi hat im Moment eben Priorität vor YouTube. Ich denke, das ist auch nachvollziehbar für jeden. In circa 4 Wochen ist das Abi dann rum. Ich hoffe, dass ihr mir auf dem Kanal aktiv bleibt. Und als kleines Entschuldigungsgeschenk habe ich gestern auf meinem Instagram-Account ein neues Gewinnspiel gestartet. Wenn ihr also eine PSN-Karte, Xbox-Karte oder Steam-Karte gewinnen wollt, schaut einfach mal auf meinem Instagram-Account vorbei. Dort unter dem neuesten Bild habe ich das Ganze verlost, werdet ihr schon verstehen, wie das Ganze geht. Aber jetzt denke ich mal, haben wir auch genug rum erzählt, lasst uns doch direkt mal mit dem Video starten. Let's go! Heute haben wir, wie von mir am Montag bereits angekündigt, den neuen Diveste 8 in GTA Online erhalten. Dieser kostet uns 1,8 Millionen Dollar auf der Seite von Langdary Motorsport. Über das Handling kann ich im Online-Modus nur wenig sagen, da ich mich selber im Online-Modus noch nicht eingeloggt habe, weil ich, wie gesagt, den ganzen Tag gelernt habe. Dafür kann ich euch aber sagen, dass zumindest das Handling im Story-Modus extrem gut ist. Und ich habe auch mit meinem Kollegen WFG gesprochen, der auch meinte, weil er es auf der PS4 online getestet hat, dass auch da das Handling sehr, sehr gut ist. Also Leute, der Wagen scheint ziemlich gut zu sein. Ich werde aber morgen nochmal einen ausführlicheren Test hochladen. Wenn sich jetzt einige von euch denken, 1,8 Millionen GTA-Dollar für das Auto, wie soll ich das denn bezahlen? Leute, aufgepasst, denn diese Woche gibt es Doppelgeld und Doppel-RP auf alle Doomsday Heist Finale und auf die Arena War Serie. Leute, die Arena War Serie könnt ihr eigentlich außer Acht lassen. Macht wirklich diese Doomsday Heist Finale, da könnt ihr so viel Asche machen, das ist unglaublich. Wenn ihr euer Geld aber jetzt nicht in den Diveste 8, sondern in andere Sachen investieren möchtet, dann könnt ihr das natürlich auch machen, denn wir bekommen diese Woche 40% Rabatt auf alle Hangars, 30% Rabatt auf alle Basen, die Avenger, auf alle Doomsday Heist gepanzerten Fahrzeuge und auf den Laser. Damit aber nicht genug, Leute, denn wir bekommen die Woche auch noch ein Geschenk von Rockstar Games, ein kleines. Und zwar bekommen wir noch das Principe Black T-Shirt. Leider kann ich euch davon kein Bild zeigen, da Rockstar Games bisher noch keine Newswire-Post rausgehauen hat und ich, wie gesagt, im Moment wenig Zeit habe, da nochmal selber ins Spiel zu gehen. Aber Leute, ich denke, es ist kein großer Akt, einfach sich einmal bis nächste Woche in GTA Online einzuloggen und dort dann im Kleidungsladen oder im Schrank im Apartment sich dieses T-Shirt anzusehen. Und das war im Prinzip auch schon die gesamte neue Eventwoche in GTA Online. Ich hoffe wie immer, dass euch das Video auch gefallen hat, obwohl ich jetzt keine Einblendungen groß machen konnte und so weiter, weil ich halt einfach, wie schon gesagt, sehr, sehr wenig Zeit habe, Videos zu produzieren. Wenn ihr solche Informationen wie hier im Video noch schneller abbekommen wollt, innerhalb von ein paar Sekunden, so schnell es geht, dann folgt mir doch einfach auf Twitter, denn dort kann ich dann einfach von den entsprechenden Seiten die Sachen retweeten oder eben selber einen Tweet raushauen und das geht natürlich wesentlich schneller, als jetzt ein ganzes Video aufzunehmen. Und das, Leute, war jetzt auch das gesamte neue Eventwochenvideo. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da und teilt das Video mit all euren Freunden auf Facebook, auf Discord, auf Twitter, auf Instagram und so weiter und so fort, damit auch diese perfekt informiert sind und wissen, dass sie diese Woche auf jeden Fall mal die Doomsday Heist Finale machen sollten. An der Stelle bin ich jetzt aber auch mal raus. Ich wünsche euch noch einen schönen und vor allem angenehmen Tag. Haut rein, bis bald und Peace! Hit with a dog, spit it like a dog.